Also, wir haben hier eine richtig freshe Dokumentation. Und zwar habe ich mir die für mich auch aufgespart. Das Video Banditos Revolte, Massenüberlauf der Rocker zu den Hells Angels. Das Video, also auf das Video freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Let's go. Nördlich von Madrid am Samstag. Europaweites Treffen der Bandidos. Für die Polizei gehören die Biker zur organisierten Kriminalität. Ja. Die Fiesta ist eher ein Krisengipfel. In Deutschland sind Bandidos zu den Feinden der Hells Angels übergelaufen. Ganz schlechte Nachrichten für den Europapräsidenten, ein Däne mit dem Spitznamen Kok. Hallo. Hallo, ich bin Klaas vom deutschen Fernsehen. Film ist hier nicht möglich. Wie ist sein Spitzname, Digga? Außergewöhnlicher Spitzname. Ist es möglich, mit eurem Präsidenten Kok über die Ereignisse... Ey, bitte aber nicht aussuchen, Jungs. Ey, das bitte mich nicht hauen ist dafür, ne? Ich habe mir diesen Namen nicht ausgesucht. Ich lache nicht über den Präsidenten. Super Name, wirklich. Ist in Deutschland zu sprechen? You know, we make a report. Wir machen einen Bericht über die aktuellen Ereignisse. Können wir mit Kok sprechen? No? Seit einer Woche kursiert in der Szene ein Foto, das die abtrünnigen Bandidos zusammen mit Hells Angels zeigen soll. Ihr dürft hier keine Bilder machen. Sorry, we thought it's possible. Aber es ist doch besser, mit euch zu sprechen, als über euch. Tschüss. See you. Nachfragen unerwünscht. Rocker reden weder mit der Polizei noch mit Medien. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bandidos gegen Hells Angels und alle gegen den Staat. Jahrelang hält der Krieg die Ermittler in Atem. Gewalt dominiert. Ich glaube, also jeder, der so ein bisschen, also das bekommt man ja mit, ne, dass die Hells Angels sich mit den Bandidos nicht verstehen oder die Bandidos nicht mit den Hells Angels, das ist ja ein offenes Geheimnis. Das ist schon verrückt, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, was da alles so passiert und im Hintergrund und so. Und unterm Strich glaube ich, wenn ich mir das mal so mit Verlaub sagen kann, glaube ich, ist es auch ich. Sage so, jeder sucht sich selber sein Leben aus, jeder ist sein Glückes Eigenschmied. Aber ständig ein Leben unter Strom und Angst vor Gewalt und Angst, dass die Polizei kommt, wäre für mich persönlich kein Leben, Digga. Egal, wie viel Geld ich damit mache, das Geld unter meinem Kopfkissen gibt mir nicht das ruhige Gewissen, trotzdem zu wissen, dass theoretisch gesehen jeden Tag es knallen kann. Aber es ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Jeder kann das für sich selber entscheiden, aber meins wäre das auf gar keinen Fall. Was ist denn mit dir, Junge? Hast du irgendwas nicht verstanden, oder was? Was fümmelst du die ganzen Sachen hier? Was das scheiß Ding aus? Haben Sie das verstanden? Wir möchten das nicht. Meldet euch bei dir, hört mal. Dann bist du schon kurz. Aua, mit der Kamera ist gleich zusammen. Hast du irgendwas nicht verstanden? Rocker erschießen Rocker. Gegner werden aus dem Weg geräumt. Es gilt das Gesetz der Straße. Nur der Stärkste überlebt. Wer aussteigt, lebt gefährlich. In den Augen der Gangs alles Verräter. In Berlin stirbt ein Ex-Hells Angel im Kugelhagel. Er wollte zu den Bandidos wechseln. Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung. Ja, also es ist, finde ich, erstmal auch nochmal unvorstellbar, dass sowas überhaupt in Deutschland passiert, bin ich euch ehrlich. So diese offene Gewalt mit Schießen und so. Also, und was ist das Gesetz der Straße? Das Gesetz der Straße definiert doch jeder anders. Ich rede jetzt im Allgemeinen und nicht über diese Rockergruppierung, sondern im Allgemeinen. Jeder definiert doch das Gesetz der Straße so, wie es ihm gerade passt. Und am Ende, glaube ich, ist dieser sogenannte Ehrenkodex, von dem man redet bei Verbrechern und bei Rockergruppierungen, ist doch schon lange nicht mehr der Kodex wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, oder? Gut, dann ist das passiert, dann trägt man ihm die Verantwortung, macht sie gerade, sitzt das ab und weiter geht's. Dann der Frieden zu Hannover, auf beiden Seiten die Anführer. Frank Hanebutt für die Hells Angels und für die Bandidos Peter Maciolek hier links und daneben Leslav Les Hause. Das muss man sich mal vorstellen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Das war öffentlicher Friedensvertrag, den beide Parteien der jeweiligen Rocker-Gangs unterschrieben haben, oder? Das ist schon crazy, Digga. Das ist einfach GTA-RP im Real Life, ja? So Art wie ein Friedensvertrag. Und das öffentlich. Also, ja, das ist schon heavy, ne? Das ist wie aus einem Spielfilm im Grunde. Oder Sons of Anarchy, ja? Die Rocker teilen Deutschland auf, stecken Einflussgebiete ab.
In den folgenden Jahren beruhigt sich die Szene. Auseinandersetzungen gibt es vor allem innerhalb der Gangs. Immer wieder verbietet der Staat einzelne Clubs, dann sogar ihre Symbole. Keine Aufnäher, keine Patches mehr auf den Kutten. Vor ein paar Tagen im Internet kursiert ein Video. Hells Angels bei einer Veranstaltung, irgendwo in NRW. Einer ruft AFA. Es steht für Angels Forever, Forever Angels. Auf derselben Veranstaltung wird dieses Foto aufgenommen. Es soll, so sagen es Informanten der Szene, auch übergelaufene Bandidos zeigen. Wir treffen einen, der das Milieu seit Jahren beobachtet, selbst als Hells Angel bei einem Mord dabei war und später als Kronzeuge auspackt. Er lebt nach seiner Haftentlassung an einem unbekannten Ort. Sein Name Kasra Zargaran. Das ist eine Machtdemonstration nach außen, eine ganz klare Botschaft. Wir sind hier, wir sind die Mannschaft auf dem Foto. Deswegen zeigt sich auch jeder Protagonist oder Beteiligte an diesem Übertritt jetzt ganz klar in dem Kontext auch mit offenem Visier, also mit freiem Gesicht, ungepixelt, um zu sagen, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen, der übergelaufen ist. Ja, ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet. Ich kann das nur so reden, wie ich das noch von vor 20 Jahren kenne, als ich so ein Jugendlicher war und man so ein bisschen mitbekommen hat, auch von so Gewalt und auch vielleicht auch Motorradfahrern oder insgesamt Gangs, also Gangs im Sinne von kriminelle Organisationen, das gab es ja damals auch schon. Und da war eigentlich immer ganz klar, im Untergrund bleiben, bloß nicht in die Öffentlichkeit treten. Gut, da gab es auch noch kein Social Media, aber trotzdem im Untergrund bleiben, bloß nicht auffallen, in Ruhe seine Geschäfte machen und bloß keine Gewalt oder Ähnliches machen. Weil Gewalt untereinander, Straftaten untereinander ruft die Polizei auf den Schirm. Wenn die Polizei am Start ist, machen alle weniger Geschäfte, heißt alle verdienen weniger. Das war so damals eher so das, worum es ging. Wie es heute ist, keine Ahnung. Über die Zahl der übergetretenen Bandidos kursieren unterschiedliche Angaben in der Biker-Szene. Natürlich habe ich auch hier und da meine Kontakte nach wie vor. Und die Infos, die aktuell mir so vorliegen, sind ganz klar. Es gab einen großen Übertritt. Man sprach ja jetzt in den letzten Tagen ja auch von 300. Es sind auf jeden Fall keine 300, es sind aktuell plus minus 100. Gleichzeitig sollen die Bandidos-Bosse Peter Maciolek und Les Hause den Club verlassen haben. Beide bezeichnen... Was ist das denn für ein Bild, Digga? Ziemlich böse Freunde. ...sich in einem Buch als ziemlich böse Freunde. Vor ein paar Jahren erklärten sie noch im Spiegel-TV-Interview ihre Sicht auf Club, Ideale und Gangster. Es gibt bestimmt Einzelpersonen, die kriminell sind und die auch Klamotten machen in der Art. Aber das wird ja von der Presse, wird ja dann alles in einen Topf geschmissen und alle sind kriminell. Und die, die kriminell sind, die müssen dafür gerade stehen. Da können wir nichts machen als Bandit. Wenn man 600 oder 500 Leute in Deutschland ist, man kann nicht jeden unter Kontrolle haben. Man kann nicht auf jeden aufpassen, was er macht. Wenn einer ein kriminelles Geschäft macht, dann kann ich auch nicht über alles wissen. Das ist einfach so. Das ist in der Politik überall gibt es schwarze Schafe. Wir versuchen das auszusortieren. Ich kann das ja noch verstehen, wenn zum Beispiel jetzt eine Großfamilie mit einem bekannten Namen für Kriminalität, wenn da jemand in diese Familie reingeboren wird und wirklich ein Musterschüler ist und eine Ausbildung macht und mit beiden Beinen im Leben steht, dann kann ich das ja noch verstehen, wenn man dann sagt, ja, was kann ich jetzt für meinen Nachnamen? Aber man entschließt sich ja bewusst, in Rockerclubs zu gehen oder man entschließt sich bewusst, in kriminelle Organisationen zu gehen, ganz außerhalb auch der Rockerszene. Und da gibt es Kodexe, da gibt es Regeln, an die sich gehalten werden. Und die Aussage jetzt dazu, ja, also die war schwammig. Einzelne schwarze Schafe. Am Ende ist es doch so, wenn man sich untereinander mal einen auf die Fresse haut, ist ja das eine. Aber ich glaube, da kann ich für alle von euch da draußen auch reden. Wenn Schießereien auf öffentlichen Straßen stattfinden, Schießereien in öffentlichen Gebäuden, beim Friseur, im Wettcasino oder wo auch immer, wenn öffentlich auf Straßen scharf geschossen wird, Drive-by-mäßig und so ein Kram, dann kannst du noch so viel sabbeln, aber dann fühlen sich die Bürger um einen herum halt auch einfach verängstigt. Ja? Und man sollte sich sowieso mit niemandem verscherzen, aber weder hast du Bock, die Bullen auf dem Schirm zu haben, ist ja klar, aber du willst ja auch nicht die Bevölkerung gegen dich haben. Ne? Und das passiert, wenn man Gewalt öffentlich auslebt, vor allen Dingen mit Waffen. Les Hause sitzt übrigens aktuell für 2 Jahre im Knast. Er soll angeblich auch zu den Hells Angels gewechselt sein. Peter Maciolek muss demnächst für 2 Jahre ins Gefängnis, wegen illegalen Waffenbesitzes. Am Telefon sagte er, mein Kopf ist gefickt, ich bin ausgetreten. Das könnt ihr veröffentlichen. Das LKA Nordrhein-Westfalen will sich nicht vor der Kamera zu den Vorgängen äußern. Schriftlich heißt es, dass auch Führungspersonen gewechselt seien.
Nachfrage bei einem, der jahrelang in Berlin als LKA-Beamter gegen Rocker, Clans und andere Strukturen der organisierten Kriminalität ermittelte. Die Hells Angels stärken sich gegenüber anderen kriminellen Gruppen, die in Nordrhein-Westfalen besonders aktiv sind. Das sind einmal kriminelle türkisch-arabische Clans, die in Nordrhein-Westfalen groß dabei sind. Aber in Nordrhein-Westfalen drängt auch die Mokromafia aus den Niederlanden immer weiter nach vorne. Derzeit wird Nordrhein-Westfalen von der Mokromafia heimgesucht. Noch nie gehört. Was ist denn die Mokromafia, Digga? Anfang Juli dringt nach einem Tipp aus dem Milieu die Polizei in ein Einfamilienhaus im Kölner Eibenweg ein. Im Einsatzprotokoll heißt es dazu: Wir sind mit unserem gepanzerten Fahrzeug vorgefahren, haben in die oberen Fenster Irritationskörper geschossen und zugleich die Terrassentür gesprengt. Polizeibilder nach dem Einsatz. Im Keller des Hauses hatten mehrere Täter einen Mann und eine Frau verprügelt. Alle holländische Marokkaner, aber auch so drogenmäßig? Ja, okay. Es wird gefilmt. Das Video kursiert im Milieu. Die Ermittler nehmen 5 Männer fest. Einen Iraker, 2 Syrer und einen Deutsch-Marokkaner. Teilweise schwer bewaffnet. Die Männer hatten ihre Opfer, die dem Clan-Milieu zugerechnet werden, bei einem angeblichen Drogengeschäft in eine Falle gelockt. Hintergrund der Auseinandersetzungen ist ein Drogendeal. Es geht um ein Lager der Mokromafia und 700 Kilogramm Cannabis. Also da muss ich zu sagen, ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Am Ende des Tages ist es halt so, also ganz egal von welcher Organisation oder von wo, ja, wer mit dem Feuer spielt, muss sich nicht wundern, wenn man sich verbrennt. Ne? Ist leider dann auch irgendwo die bittere Realität. Kehrseite der Medaille, genau. Und das wäre mir persönlich, wäre mir das alles nicht wert, Digga. Von diesen 700 Kilo sind dann schlussendlich 300 spurlos verschwunden, 300 Kilogramm. Oh. Und wir gehen jetzt davon aus, dass Beteiligte dieser Gruppierung jetzt nach dem Schuldigen suchen, nach dem Verbleib dieser Ware. Wir reden über einen Schätzwert von 1,5 Millionen Euro. Und wir haben parallel dazu noch andere Dinge, die uns umtreiben, nämlich Schussabgaben in Köln und auch in Hürth, die eher dem Rocker-Milieu zuzuordnen sind. Aber das alles trifft uns jetzt parallel. Die Auseinandersetzungen fordern die Ermittlungsbehörden. THW, was war das nochmal, Chat? Technisches Hilfswerk? Wann wird das THW nochmal gerufen? Wenn, bei so Wasserschäden oder wo wird das THW gerufen, Chat? Sag's mir mal kurz. Katastrophenschutz, wenn du Halsschmerzen hast. Überschwemmung bei Katastrophen, okay. Oder großen Unfällen, okay. Bei Durchfall, ach Digga, scheiß auf. Offenbar bereiten sich auch Hells Angels und Bandidos auf die neue Zeit vor. Eine Zeit, in der sogar Sprengsätze wie hier in Köln explodieren. Im Roten Kreis der bis heute nicht gefasste Bombenleger. Ein zufällig anwesender Hausmeister, der die Mülltonnen rausstellen will, wird verletzt. Ja, Leid geprüft in Köln, auch im Bereich der... Ja, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, Digga, ne? Da geht einfach eine Bombe hoch. Das ist schon, ja, das ist ziemlich ungeil, Digga. Das ist schon ziemlich ungeil. Und dann halt auch noch ein per Zufall da stehender Hausmeister. Das ist einfach nicht geil, Digga. Der organisierten Kriminalität, aber diese Art der Kriminalität, Forderungen durchzusetzen mit Gewalt, mit Folterungen, mit Explosionen vor Haustüren, ist ja sicherlich auch hier für uns ein absolutes Novum. Seit Jahren werden die Niederlande von Auseinandersetzungen im Milieu heimgesucht. Multiethnische Strukturen der organisierten Kriminalität kämpfen um die Vorherrschaft im Handel mit Betäubungsmitteln. Als Ermittler diese Lagerhalle einer holländischen Bande stürmen, entdecken sie 7 Schiffscontainer. Sie illustrieren, wie brutal der Kampf um Absatzmärkte wird. Ein Container ist umgebaut zur Folterkammer. Mit Zahnarztstuhl und Instrumenten wie Gartenscheren, einer Säge, Skalpellen und Zangen. Digga, das ist verrückt, Digga. Das ist crazy. Das ist Realität, Diggi. Das ist richtig kranker Stuff, Digga. Das kenne ich eher so aus Serien wie Dexter oder... Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Shit, aus dem Filme gemacht werden, aber halt in der Realität. 6 weitere Schiffscontainer sollten als Gefängniszellen genutzt werden. Es gibt halt einen neuen Dritt Mitspieler, das ist die Mokromafia, mit öffentlichkeitswirksamen Anschlägen, mit Foltervideos,
Das macht es natürlich noch schwieriger für andere OK-Strukturen. Die Makromafia ist stark aufgestellt. Dementsprechend müssen die natürlich aufpassen, dass sie ihr Territorium verteidigen können und schließen sich lieber zusammen und halten gegen eventuell stärkeren, potenziell stärkeren Feind, als da jetzt gesplittert einzeln gegeneinander zu kämpfen. Dazu kommt, von der alten Macht der Bandidos in NRW ist kaum was geblieben. Am Rand von Gelsenkirchen das verlassene Clubhaus der Gang. Seit 3 Jahren von der Polizei verlassen. Gelsenkirchen das verlassene Clubhaus der Gang. Seit 3 Jahren. Das ist dann halt auch mal eine Ansage, ne? Da überlegst du dir halt auch zweimal, ob du dann Zapzarab machst, ne? Jahren von der Polizei versiegelt. Einst agierten von hier aus die Bandidos Central. Der Club war Keim- und Kernzelle der Bandidos Deutschland. Nachdem 2009 das Mitglied Ashley Elton von einem Hells Angel erschossen worden war, bauten seine Brüder in Crime einen Schrein für seine Harley. Das ist ja richtig Sons of Anarchy-Feeling, ne? Gab's doch bei Sons of Anarchy auch für den Vater von Jack. Da stand auch sein Motorrad und dann... Das gibt mir gerade extreme Sons of Anarchy-Vibes, ja? Spoiler, das ist kein Spoiler, Digga. Schwachsinn. Spiegel TV interviewte damals Peter Maciolek zusammen mit Les Hause, Ikonen der Szene. Ja, ich bin 27 Jahre jetzt dabei. Und wir sind so aufgewachsen in Banden früher. Früher hatten die Familien alle 5 bis 10 Kinder und dann ist man so reingewachsen. Und dann, die meisten kenne ich auch schon 20, 25 Jahre. Ne? Und dann ist das so gemacht, dann ist man so reingekommen in die Geschichte. Dann hat man sich ein Motorrad gekauft, hat man früher ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Dann kam man da war man drin und kam man nicht mehr raus. Vor 3 Jahren ist der Club verboten worden. Viele machten heimlich weiter. Um zu verstehen, warum der aktuelle Übertritt von rund 100 Mitgliedern der Bandidos so überraschend ist, lohnt ein Blick in die Vergangenheit mit einem veritablen Rockerkrieg zwischen Bandidos und Hells Angels, mit Toten auf beiden Seiten. Im Mai 2007 wird der Hells Angel Robert König in seiner Motorradwerkstatt von Bandidos erschossen. Das ist, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist halt wirklich so, wenn ich da jetzt zuhöre und mir das alles reinziehe, dann denke ich halt, das ist so das Drehbuch von Sons of Anarchy. Aber Sons of Anarchy ist halt eine Serie, wo alles geschauspielert ist. Aber das ist halt erschreckend einfach. Oder was heißt erschreckend? Das ist real, ne? Der Prozess Monate später findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein massives Polizeiaufgebot soll die beiden verfeindeten Gangs in Schach halten. Könntest du uns mal vielleicht grundsätzlich erklären, warum sich Bandidos und Hells Angels nicht mögen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hells Angels in Deutschland zuerst waren und nicht unbedingt Bandidos in Deutschland haben wollen. Die Täter werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja. 2 Jahre später. Im Juni 2009 verfolgen Bandidos auf einer Landstraße bei Berlin eine Truppe Hells Angels. Bilder aus der Ermittlungsakte. Die Hells Angels haben keine Chance. Einem wird fast ein Bein abgetrennt. Ein anderer hat ein Messer im Rücken. Vor allem in Berlin eskaliert die Gewalt. Im August 2009 stirbt kurz vor Mitternacht Michael Bartelt. Er wollte von den Hells Angels zu den Bandidos wechseln. Damals noch ein absolutes No-Go. Der Mord an Bartelt, hier mit blauem Hemd inmitten seiner Hells Angels-Freunde, ist bis heute ungesühnt. Wie so vieles vermutlich. Auch im Ruhrgebiet gibt es damals schwere Auseinandersetzungen im Milieu. So wie im Oktober 2009. Wechseln ist schon heavy, schlimmer geht's nicht. Boah, ich kenne mich da ja gar nicht aus. Ich würde aber mal sagen, also so von dem, was ich jetzt gehört habe, damals war es wahrscheinlich noch schlimmer als jetzt, oder? Also jetzt ist das wahrscheinlich was halbwegs nicht Normales, aber ist jetzt nicht mehr so verpönt wie früher, würde ich sagen. Aber Tatort Duisburg. In der Charlottenstraße steht ein gelb-rot gestrichenes Haus, das damalige Clubheim. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite treffen in der Nacht ein Bandido und ein Hells Angel aufeinander. Der 32-jährige Ashley Elton von den Bandidos erspäht den verhassten Timur Akbulut. Auf diesen Bildern ist zu sehen, wie Ashley auf den Kontrahenten zugeht. Dann fallen Schüsse und Ashley stirbt. Vor der Spiegel-TV-Kamera äußert sich damals Les Hause zu dem Tod seines Freundes.
konnte einfach nicht glauben. Ich habe einen Anruf bekommen, ich bin sofort runter. Ich konnte einfach nicht glauben. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Dann haben wir nur gehört, dass er im Krankenhaus ist. Und dann haben wir noch gewartet und dann kam der Anruf, dass er tot ist. Da haben wir eine totale Leere gehabt. Die Beerdigung wird zum Hochamt für die Bandidos-Seele. Der Tag stiftet Identität und stärkt den Zusammenhalt. Auf dem Sarg von Ashley Elton liegt die Clubfahne, wie bei einem gefallenen Soldaten. Peter Maciolek, hier mit schwarzer Kapuze, läuft an der Spitze der Outlaw-Prozession. Hinter ihm sein bester Freund Les Hause. 15 Jahre nach diesen Bildern verlassen sie die Bandidos im Zorn. Gerüchteweise ist Les Hause zu den Hells Angels gewechselt. Der Schütze Akbulut ist damals ein ständiger Provokateur. Hier posiert er in Duisburg vor dem Vereinsheim seiner Gegner. Das Foto landet später im Internet. Spiegel TV darf Akbulut, der mittlerweile im Ausland lebt, damals im Knast interviewen. Wie, der ist wieder frei oder wurde er nicht verurteilt? Es ist vielleicht schade, dass eine Mutter ihren Sohn verloren hat, aber lieber soll seine Mutter weinen als meine, verstehen Sie? Ich hab halt das Recht, mich zu verteidigen, egal was die Justiz oder die Polizei sagt. Die Fehde zwischen den Gangs ist eine Geschichte von ständigem Verrat und geheuchelter Treue. Ja, wie wäre es, wenn einfach gar keine Mutter weinen muss? Das wäre doch mal perfekt. Bei der Beerdigung von Ashley Elton taucht auch der Berliner Kadir Pardia auf, damals der brutalste Bandido im ganzen Land. Es gibt Bilder von einer Tankstelle in Gelsenkirchen. Darauf ist zu sehen, wie er seinem Boss Peter Maciolek eine Hells Angels-Kutte in einer Tüte überreicht. Brutal geraubt in der Hauptstadt. Kurze Zeit später wechselt Kadir Pardia zu den Hells Angels. Die Höllenengel sollen ihn mit viel Geld auf ihre Seite geholt haben. Die Biker-Gang verletzt sogar ihre Rules, ihre Regeln, um den Feind aufzunehmen. So groß ist die Angst vor ihm. Ich meine, ich konnte ihn gut leiden, aber ja. Er soll da glücklich werden und fertig. Ist er dann gefühlt irgendwo auch so ein bisschen wie Fußballverein, der bessere Spieler? Aber ich glaube, er wird da nicht glücklich, aber das ist eine andere Sache. Es ist nicht der letzte Verrat. In Krefeld wechseln Dutzende Hüte, so der Szenename der Bandidos, zu den Hells Angels. Das dortige Oberhaupt Christian Müller, Spitzname Müll, kostet seinen Triumph bei einer Pressekonferenz aus. Mit viel Nikotin und noch mehr Pathos. Bei uns finden sie genau das, was sie suchen. Bruderschaft, Treue, einer für alle, alle für einen. Das ist eben eine Familie bei uns. Die Überläufer hatten sicherlich noch andere Motive. Die Hells Angels sind mächtiger und besser strukturiert. Das Real Madrid der Unterwelt. Und man hat immer das Gefühl leid, gehabt, auch in Deutschland, dass... Bei Real Madrid stirbst du aber nicht, im schlimmsten Fall. Der Hells Angels MC letztendlich derjenige ist, der durch diese festen Regeln, durch die weltweite Vernetzung, durch die damals schon Globalisierung, die Möglichkeit hat, weltweit zu agieren, das auch getan hat und damit eigentlich einen Nimbus bekommen hat, der ihn bis heute irgendwo umgibt. Wahrscheinlich sind Rocker-Gangs wie die Bandidos nicht mehr zeitgemäß. Zu klein und zu schwach, um im kriminellen Milieu zu bestehen. Dazu der Druck des Staates, der nicht locker lässt, sich aber auch auf die nächsten Player wie Clans und Mokro-Mafia einstellen muss. Ja. Was kann man dazu abschließend sagen, lieber Livestream-Chat? Ich bin in dieser Szene nicht tätig und das ist auch natürlich vernünftig so. Egal, was die Jungs machen, egal, also mir persönlich wäre dieser ganze Stress und diese Welt, in der man da lebt, das nicht wert. Und am Ende, glaube ich, ist natürlich auch das Geld eine Motivation, aber ich glaube, dass erst, wenn du in wirklich hoher Position dann da auch bist, gutes Geld verdienst. Also, aber ich glaube, sobald es dann auch wirklich diese exzessive Gewalt in der vertrauten Umgebung stattfindet, wie ein Bombenanschlag in Köln, Schießerei da, ich glaube, spätestens dann hast du wirklich ein Problem, weil dann hast du nicht nur die Behörden am Arsch, die du sowieso schon am Arsch hast, aber dann noch natürlich noch viel, viel mehr, weil der Druck der Öffentlichkeit da ist. Aber natürlich hast du auch die Bevölkerung, die dich einfach nicht mag, weil du in der Gegend wohnst, wo auf einmal vor deiner Tür jemand abgeknallt ist. Früher, mein persönliches Gefühl, früher war das noch ein bisschen mehr interner. Da sind viele Dinge einfach intern passiert. Da hat man sich privat getroffen, sich auf die Fresse gehauen und der gewonnen hat, hatte recht. Und dann ist man nach Hause gegangen und davon hat die Polizei nichts mitbekommen. Jetzt passiert so viel, was, ja, keine Ahnung. Ich glaube, mehr habe ich da nicht zu sagen.